Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Frühling in Wien. Wir haben 5:45 Uhr und es ist schon 20 Grad. Oh, ich bin so happy. Ich bin gerade dabei, meine Tasche zu packen. Ich habe jetzt eine Vorlesung und danach wollte ich mit einer Freundin picknicken gehen. Das haben wir gestern spontan entschieden. Wir haben nämlich nur heute Abend eine Vorlesung und jetzt heute Morgen. Und ja, ich habe mich gerade ready gemacht. Ich kann euch mal kurz mein Outfit zeigen. Ich hoffe, man sieht es überhaupt. Schauen wir es mal aus der Perspektive an. Ich habe die Schuhe an. Man sieht es echt nicht. Ich muss richtig weit weggehen. Ja, ich habe heute was Chilliges an. Ich muss mir noch einen anderen BH anziehen, weil den sieht man durch. Ich habe meine Haare noch ein bisschen fresh gemacht und ich weiß nicht. Und wir werden jetzt noch einen Smoothie schnell machen, damit ich noch irgendwas frühstücke. Muss dann aber jetzt eigentlich auch los. Ich freue mich so. Ich ziehe auf jeden Fall noch eine Strichjacke drüber. Let's go, würde ich sagen. Oh mein Gott, Leute. The weather. I can't. Es ist so schön warm. Es ist einfach jetzt in der Strichjacke schon zu warm. Ich glaube es ja nicht. Ich habe es jetzt nicht mal geschafft, mein Smoothie zu essen. Deswegen sitze ich den jetzt in der Uni, weil ich ein bisschen im Stress bin. Aber packe ich. Summer Vibes. So, ich bin jetzt bei der Uni angekommen und ich warte noch auf eine Freundin. Die müssen später kommen, aber ich habe mein Smoothie. Da habe ich jetzt in die Sonne gesetzt. Oh, das ist so schön, ich kann es nicht glauben, wirklich. Ich habe irgendwie die Hälfte vergessen, in den Smoothie reinzutun, weil ich so im Stress war. Ich habe nicht gedacht, dass ich es jetzt doch noch pünktlich schaffe. Wir haben jetzt übrigens STADA-Vorlesung, statistische Datenanalyse, glaube ich. Ja. Gerade im Supermarkt und holen uns ein paar Snacks. Weil ich habe eigentlich 1 Liter Wasser. Joanna, die meine ich. Lass die, sollen wir die nehmen anstatt die anderen? Also hier gibt es auch mit Garlic, aber sollen wir dann einfach die Salt nehmen? Aber oh, ich habe eigentlich keinen Bock heute. Eigentlich auch müde. Hättest du Bock feiern zu gehen heute? Wir haben PR bestanden. Ist so, eigentlich müssen wir feiern. Ich wäre jetzt nicht ganz abgeneigt, sagen wir es mal so. Oh, ich wollte noch ein Spiel. Wie lange haben wir Uni? Bis 5? Bis 8? Lass mal in diese Medical Tuesday, dann diese Party, Lass mal machen. Wollen wir das machen? Wir machen uns jetzt auf den Weg. Spot für Fotos. Ein Content Creator und dann fahren wir schnell zu mir nach Hause und dann haben wir Vorlesungen. Ich bin jetzt mit meiner Sporttasche unterwegs, weil ich ja wie gesagt direkt danach zum Sport gehe. Wir müssen uns ein bisschen beeilen.
weil ich in der Uni habe ich nicht wirklich Chemie geführt. Ich hatte Vorlesung und bin jetzt direkt zum Sport gedüst. Trainiere jetzt noch ein bisschen und vielleicht gehe ich später noch raus. Vielleicht wollen wir feiern gehen oder in eine Bar oder so. Mal sehen, je nachdem. Wir haben halt jetzt auch schon 9 Uhr. Ja, normalerweise fahre ich ja mit dem Fahrrad zur Uni. Mit dem Fahrrad zum Sport, aber heute ja nicht, weil ich ja direkt von der Uni gekommen bin. Ist jetzt irgendwie richtig doof, wie ich nach Hause komme, weil Laufen dauert zu lang, aber Bahnfahren ist auch voll umständlich. Ich muss die Szene jetzt kurz vor meinem Handy filmen, weil, also ich habe den ganzen Tag vor meinem Handy gefilmt. Mein Akku ist ja immer noch leer und ich habe den irgendwie nicht aufgeladen, weil ich eben keine Zeit hatte. Auf jeden Fall wollte ich ja eigentlich noch rausgehen, aber meine Freundin hat keine Lust mehr. Ich hätte jetzt noch Bock gehabt, ohne Witz. Ich bin immer down. Aber dann ist eigentlich auch nicht so schlimm, weil ich war den ganzen Tag jetzt unterwegs und voll innerlich so ein bisschen gestresst, obwohl ich es eigentlich liebe, unterwegs zu sein und viel zu machen. Und ich bin eigentlich echt immer down und brauche das auch. Meine Ohrringe sind mir gerade. Braucht das auch auf jeden Fall, mich so zu bewegen und nicht zu bewegen, aber braucht das, dass ich unterwegs bin und was mache, anstatt den ganzen Tag nur zu Hause zu bleiben. Aber wir haben halt jetzt auch erst, wir haben schon 10 Uhr, ich muss noch duschen. Und ja, vielleicht gehe ich trotzdem noch raus. Aber mal sehen. Morgen. Mein Akku lädt immer noch. Beziehungsweise ich habe ihn jetzt erst angesteckt. Ich bin auf dem Weg schon wieder zum Sport. Weil ich es heute sonst anders nicht schaffe, zeitlich gesehen. Ich sehe so müde aus. Heute mache ich Ausdauertraining. Und dann ist es eh gut, wenn ich heute Morgen gehe, weil dann ist keiner im Gym und ja. Ja. So, ich melde mich wieder. Mein Plan war es eigentlich nur, einen Day-Vlog zu machen gestern. Und dann habe ich das Video gestern Abend geschnitten und es war einfach nur 6 Minuten und ich war so, ja, das wird kein YouTube-Video bei der Länge. Und dann war ich so, ja, egal, dann filme ich jetzt einfach heute noch mit. Heute habe ich eigentlich auch relativ viel zu tun und dann wird es halt ein 2-Tages-Vlog. Aber irgendwie dachte ich, wäre das cool, auch mal irgendwie nur so einen Tag zu filmen. Keine Ahnung, manchmal wird ein Tag viel, manchmal nicht. Auf jeden Fall war ich jetzt schon beim Sport. Bin ich froh, dass ich das geschafft habe, weil ich wollte das eigentlich heute Nachmittag machen, aber habe ich es jetzt hinter mir. Ich fahre jetzt zur Uni, ich habe Vorlesungen, ich weiß gerade nicht welche. Politische Kommunikation, glaube ich. Ja. Deswegen muss ich in 4 Minuten los. Und ich nehme euch heute natürlich wieder mit. Das ist mein Outfit heute. Irgendwie gefällt es mir nicht so gut. Ich habe jetzt aber auch keine Zeit mehr, mich umzuziehen. Deswegen wird es jetzt dabei bleiben. Ich habe halt Goldschmuck an und ich finde, es passt gar nicht zu schwarz. Also nicht dazu und dann ist es auch noch lila und ach, keine Ahnung. Naja. Er hat seine Maske vergessen, verpasst jetzt die Bahn. It's me. Dann warte, ich habe es einfach geschafft. Bahn war einfach noch nicht da. Alter, das nenne ich mal Pro. Wir sind in Douglas. Wir hatten die Vorlesung, hatten noch früher Schluss. Wir sind jetzt noch in die Stadt gegangen. Eine Freundin sucht noch was, so ein Geschenk. Und ja, ich muss aber auch gleich nach Hause, weil ich bin später noch verabredet und ich muss auch was essen. Und ich muss noch einen Brief schreiben. Ich muss jetzt meinen Zopf um einen aufmachen. Meine Kopfhaut tut richtig weh. Ich so einen strengen Zopf habe, mache ich eigentlich eher selten, aber auf jeden Fall muss ich jetzt noch einen Brief schreiben für meine Mom und zwar am Sonntag ist Muttertag. Ich habe es nicht vergessen, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr so genau auf dem Schirm, dass es jetzt schon diese Woche ist. Deswegen schreibe ich ihr jetzt einen Brief, weil ich weiß, für meine Mom gibt es nichts Schöneres als ein selbstgeschriebener Brief von mir, wirklich. Und den muss ich auf jeden Fall dann heute noch zur Post bringen, damit er noch ankommt bis Sonntag, hoffe ich mal. Aber ich denke schon. Okay. Ich habe den Brief geschrieben und ich glaube, ich mache noch, ich habe die Woche einen neuen Film gekauft für meine Polaroid-Kamera und ich glaube, jetzt mache ich jetzt noch ein süßes Foto von mir und packe das damit rein. Weil das Problem ist, der
Briefumschlag ist so längs und wenn ich ein Foto von uns jetzt ausdrucken würde, würde das da nicht reinpassen. Deswegen glaube ich, mache ich jetzt noch eins mit der Kamera, weil das kommt ja dann direkt raus und dann stecke ich das damit rein. Freut sie sich bestimmt. Und das Wetter wird gerade irgendwie richtig ungemütlich. Ja. Ich treffe mich gleich mit der Luisa. Wir wollten was in den Café gehen. Sieht einfach so nach Gewitter aus. Aber es ist irgendwie kaum 22 Grad draußen, deswegen weiß ich gar nicht, wie ich anziehen soll. Aber naja, ich habe jetzt das Foto gemacht. Es trocknet noch. Ja. Ist okay. Ist ganz süß geworden. Ich habe gestern eins gemacht, das sah irgendwie besser aus. Vielleicht mache ich jetzt noch mal eins. Ich habe eh so viele Filme da drin, ich benutze die alle nicht. Ich glaube, ich mache noch mal eins. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Hose und ein T-Shirt und so eine dünne Strickjacke. Es ist so dunkel, Leute. Guckt euch den Himmel an. Okay. Ich mache mich gerade schon wieder fertig. Ich bin auf ein Barbecue eingeladen. Und danach gehe ich wahrscheinlich noch in eine Bar heute Abend mit ein paar Freunden, je nachdem. Aber ja, irgendwie voll die stressigen 2 Tage. Also ich bin nur on the go. Ich mache voll viel, aber ich finde es nice. Aber ja, ich mache mich eigentlich gerade noch ready und um 6:15 gehe ich dann los. Ja. Hallo, ich bin gerade das Video am Schneiden und es ist fertig und es sind einfach immer nur 12 Minuten. Ich habe jetzt aber heute halt auch nicht mehr mitgefilmt und ich will es jetzt eigentlich schneiden, deswegen tut es mir leid, dass das Video leider ein bisschen kürzer geworden ist als sonst. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Vlog.